Kommen wir zum ersten Teil der Sendung. Herzlich guten Abend, Freeman. Ja, hallo zusammen, hallo an alle Zuhörer. Ich melde mich aus meinem Domizil in Abkhazien am Schwarzen Meer. Ja, ich denke, viele Menschen werden jetzt vielleicht auch gerne in Abkhazien, wenn man sieht, was zurzeit die Situation in Frankreich ist, diese schreckliche Verbrechen in Paris und von Leuten, die im Namen des Islam auftreten, das ist ziemlich heftig. Wie schätzt du das ein? Ja, ich glaube, was viele Leute noch nicht gesehen haben, ist, dass hier ein Monster geschaffen wurde von Seiten der Washingtons und anderen westlichen Regierungen mit der Absicht, die Assad-Regierung zu stürzen und auch die Schiiten und den Iran aus dem Irak rauszudrängen. Sie haben also dieses Werkzeug ISIS und Islamischer Staat geschaffen, mit der Absicht, als Werkzeug zu benutzen, um dann, wenn sie ihren Job gemacht haben, sie wieder einzufangen und kontrollieren zu können. Ich bin aber der Meinung, dass diese Leute jetzt, ISIS, völlig außer Kontrolle geraten sind und deswegen diese Anschläge in Paris passiert sind. Das heißt also, dass sie die Hand gebissen haben, die sie bisher gefüttert hat. Und dass das also, genauso wie sie ja die Al-Qaida geschaffen haben, aus Werkzeug damals, um die Sowjets in Afghanistan zu bekämpfen und andere Länder zu destabilisieren, ist das jetzt auch eine Gruppe von Leuten, die sie geschaffen haben. Nur jetzt haben die gesagt, danke, dass ihr uns geholfen habt, aber wir machen unser eigenes Ding. Und am besten hört man das, wenn man die Interviews von Jürgen Todenhöfer sich anschaut, wo er ja im Islamischen Staat war und dort die Leute interviewt hat und ihre Aussagen hört, was sie eigentlich vorhaben. Sie wollen ein Land nach dem anderen sozusagen erobern und auch Europa. Das klingt verrückt, so viele Truppen haben die doch mit Sicherheit nicht. Und wo kriegen die das ganze Geld her, frage ich mich. Ja gut, wo sie es herkriegen, wissen wir ja, weil sie werden von den Staaten am Persischen Golf finanziert, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, und sie haben auch eigene Einnahmequellen, indem sie das Öl, das sie stehlen, verkaufen. Also es gibt, der Präsident Putin hat ja beim G20-Gipfel dort seinen sogenannten Kollegen gezeigt und mit Unterlagen, dass es 40 Länder gibt, die den IS finanziell unterstützen. Und das heißt also, an den Finanzen liegt es nicht und auch an den Rekruten nicht, denn sie sind ja überall am Rekrutieren. Sie versuchen überall Kämpfer zu holen, die dann nach Syrien gehen. Und mit der Kampferfahrung, die sie dort gemacht haben, kommen sie wieder zurück. Ja. Hat Präsident Putin das auch veröffentlicht, welche 40 Länder das sind und wie die das machen? Nein, er hat nur gesagt, dass er hat das seinen Kollegen gezeigt. Also und er hat gesagt, es sind auch Mitglieder des G20 dabei, unter den 40 Ländern, ja. Und er meint natürlich damit hauptsächlich die Türkei. Denn es ist ja mittlerweile, ja, also in den letzten Tagen ist es ja voll durch die Nachrichten gegangen. Sogar die Bild-Zeitung hat das geschrieben, dass ja der Sohn von, oder der Schwiegersohn von Erdogan, haben die Öltanklastwagen gehört, die Russland bombardiert hat. Das heißt, dass die Erdogan-Familie in diesem Ölgeschäft involviert ist, von der Islamischen Staat das Öl zu kaufen. Das habe ich gehört von einem gehört in einem Vortrag von Webster Griffin Tapley aus den USA. Der ist unter anderem Vorsitzender von der Tex Wall Street Party, hat auf den Querdenken-Kongress gesprochen. Mhm.
ist er interviewt worden und hat da auf den Jarablus-Korridor verwiesen, 100 Kilometer breiter Korridor von der Türkei, an der Grenze der Türkei nach Syrien, und dass da die ganzen Lastwagen für die Versorgung von ISIS kommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird auch das Öl in umgekehrter Richtung dann, also ich denke nicht alles, aber ein erheblicher Teil Richtung Türkei wieder transportiert. Genau, oder nach in den Irak, wo es dann dort in Raffinerien, die ISIS erobert hat, dann verarbeitet wird und verkauft wird. Also das geschieht schon seit Jahren, ja, dass das Öl über die Türkei dann auf den Weltmarkt oder auf den eigenen Markt kommt, weil die ISIS verkauft den sehr günstig. Und deswegen ist dieses Öl sehr attraktiv. Außerdem hat jetzt gerade heute die Gerichtsverhandlung gegen die türkische Zeitung Cumhuriyet stattgefunden, wo diese Zeitung damals vor einem halben Jahr Fotos und Videos veröffentlicht hat über Lastwagen, die über die Grenze von der Türkei nach Syrien gingen, vollgeladen mit Munition und Waffen. Und jetzt wird der Chefredakteur von dieser Cumhuriyet wird jetzt wegen Spionage angeklagt von der türkischen Regierung. Es ist doch ein Unterschied, ob man geheime Informationen sich verschafft und die geheim an weniger befreundete Länder weitergibt, oder ob man sich als Journalist Dinge recherchiert, die andere gerne geheim halten würden, und dann der ganzen Öffentlichkeit kundtut und eben nicht nur Regierungsstellen, zum Beispiel in einem weniger befreundeten Land. Das ist doch keine Spionage. Das ist natürlich aus unserer normalen Sicht natürlich nicht, aber aus der Sicht der türkischen Regierung und speziell von Erdogan ist es natürlich eine Spionage, denn man hätte sie nicht bei diesem Schmuggler tappen sollen, ja. Und das hat aber diese Zeitung, hat das damals herausgefunden, veröffentlicht mit Fotos und Videoaufnahmen, und jetzt werden sie angeklagt wegen Spionage. Ich meine, die haben ja damals herausgefunden, dass es 6 Stahlcontainer gab mit 1000 Artillerie-Munition, also 500.000 Patronen für Maschinengewehre und 30.000 andere Gewehrmunition und 1000 Granaten. Das haben die alles auf diesen Lastwagen gefunden, die angeblich zu Gruppen gehen, die in Syrien gegen Präsident Bashar al-Assad kämpfen. Ja. Also daran sieht man, dass die Türkei massiv diese Terroristen unterstützt. Ja? Und das hat übrigens ja Präsident Putin gestern gesagt, dass dieser Abschuss des russischen Kampfjets ist ein Dolchstoß in den Rücken von den Komplizen der Terroristen. Und wen meint er denn als Komplizen der Terroristen? Ja? Er meint damit die türkische Regierung. Ich bin froh, dass Russland so besonnen ist und eine Entschuldigung und Schadensersatz verlangt und dass Russland wirklich maßvoll darauf reagiert und sich nicht provozieren lässt. Ja, ich meine, man muss schon bewundern, schon seit Jahren bewundere ich also den Präsident Putin und überhaupt die russische Regierung, wie sie immer wieder provoziert wird, ob das die Ukraine ist oder ob das die Sanktionen sind oder der Abschuss von MH17 und so weiter. Und jetzt auch diese, wie ruhig die immer bleiben, ja. Ich meine, man könnte sich vorstellen, dass andere viel emotionaler und aggressiver reagieren würden, ja. Ja. Ich bin der Meinung, wenn Putin nicht Präsident wäre, gäbe es eh schon längst einen Krieg. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn da jemand weniger Besonderes wäre. Gut, ich denke, dass es hier auch positiv ist, dass er vorher beim russischen Geheimdienst war. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die ja heute dem Weltfrieden zugutekommt. Genau, und es hat sich ja herausgestellt durch die durch diese Operation der Russen gegen die Terroristen in Syrien, dass eigentlich Russland der einzig wirkliche
Bekämpfer der Terroristen ist und die anderen ja nur so getan haben, als wie wenn sie bekämpfen würden. Denn wie ist es denn möglich, dass die ISIS sich so ausgebreitet hat, so offen sich zeigen kann, Tausende dieser Tanklastwagen rumfahren können, diese ganzen Waffenlager und Kommandoposten errichten konnte, völlig ungeniert und ohne bedroht zu werden, ja? Ich meine mich zu erinnern, hätte gehört, dass die Amerikaner jetzt auch angefangen haben, die ISIS-Tankcluster anzugreifen, nachdem Präsident Putin auf den G20-Gipfel die Beweise gezeigt hat. Ja, genau. Ja, natürlich, ja. Also man muss fast der Meinung sein, dass in Washington offensichtlich Obama irgendwie völlig im Dunkeln gehalten wird und von seinen ganzen Leuten, die um ihn rum sind, gar nicht informiert wird, was in Syrien überhaupt los ist. Ja? Und erst, wo der Putin ihm die Beweise vorgelegt hat, hat er den Befehl gegeben, auch jetzt diese Tanklastwagen zu bombardieren. Ich weiß es nicht, ob das so ist, dass er nicht richtig informiert wird und gar nicht weiß, was in Syrien los ist und den voll verarschen und so, ja. Oder ob er wirklich die Kontrolle über das Militär und über alles hat. Ja. Es gibt da zwei Quellen, die scheinen zumindest unabhängig voneinander zu sein, die darauf hindeuten, dass er verarscht wird. Einmal bei Voltairenet und einmal der von mir schon erwähnte Webster Griffin Tapley, dass zum Beispiel General John Allen, der war interessanterweise auf der Bilderberg-Konferenz 2015, genauso wie der Gründer, der geistige Vater für die Schaffung von ISIS, General David Petraeus. Und John Allen gegenüber ISIS sehr zurückhaltend vorgegangen. Er ist ja der Beauftragte gewesen. Im September war er gezwungen, zurückzutreten. Der Beauftragte von Präsident Obama für das internationale Bündnis zur Bekämpfung von ISIS. Und dieser Herr Allen hat obendrein sich noch was geleistet. Er wollte mit der Türkei zusammen, laut Voltairenet, eine Flugverbotszone vereinbaren im Norden Syriens hinter Obamas Rücken. Obama hat ihn sofort zurückgepfiffen. Das war im Juli oder August. Und im September musste er zurücktreten. Und wie ISIS entstanden ist, hatte Herr Tapley erzählt beim Querdenken-Kongress dieses Jahr. Und zwar ist ISIS entstanden, weil man, um die Besatzung im Irak aufrechterhalten zu können, die Sunniten und die Schiiten gegeneinander aufbringen wollte. Und da hat man dann radikale Sunniten unterm Dach von ISIS gesammelt. So ist das entstanden. Ja. Ich meine, es ist doch völlig lächerlich, was in diesen letzten 2 Jahren da von den Amerikanern gemacht wurde, dass man überhaupt nicht wirklich Ziele getroffen hat oder dass man Waffenladungen, haben wir irrtümlich bei der ISIS abgeworfen, wollten wir eigentlich nicht und so. Ich meine, das ist doch so eine Farce, die da abläuft, ja. Es ist ganz eindeutig, dass gewisse Kräfte in Washington, die ISIS geschaffen haben und voll unterstützen. Ja, ob das jetzt bis zum Obama geht, da kann man drüber diskutieren, weil ich habe das Gefühl, der wird völlig im Dunkeln gehalten. Der weiß ja auch nur das, was seine Leute um ihn herum ihm erzählen. Der geht ja nicht ins Internet und schaut sich Sachen an, so wie wir das tun. Wenn ich mich da auf Voltairenet berufen kann und ich denke, ich habe noch nie einen Fall gefunden, wo Voltairenet eine existierende Situation falsch eingeschätzt hätte, höchstens mal Prognosen für die Zukunft. Und da wurde berichtet, dass zu den Leuten, die in den USA die Verschärfung des Konflikts wollen, eben nicht auf der Linie Obamas, auch der Herr Jeffrey Feldman gehören würde, der Stellvertreter von Ban Ki-moon, also der Stellvertreter des UNO-Generalsekretärs, und dass auch Hillary Clinton eher konfliktverschärfend wirken würde. Aber deren Rolle als ehemalige Außenministerin, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Aber Voltairenet sieht die so in eine Richtung.
Ihre Rolle haben wir schon in Libyen gesehen, weil dort ist ja das Ganze schon mal abgelaufen mit der Schaffung und Einschleusung und Unterstützung von Terroristen, um Gaddafi zu stürzen, ja, und so Ja. weiter. Und Libyen ist auch der Beweis, wie das Monster, das sie schaffen, als Werkzeug, um unliebsame Regierungen zu stürzen, dann zurückschlägt. Und das haben wir ja gesehen beim Angriff auf die amerikanische Botschaft in Benghazi und die Ermordung des amerikanischen Botschafters. Das war, da hat das Monster, das sie geschaffen haben, zurückgeschlagen auf sie selber. Ja? Und so ähnlich muss man auch Paris sehen. Ja? Dass Paris von den ISIS-Terroristen durchgeführt wurde, weil genauso wie damals in Benghazi, sie greifen die Leute an, die sie eigentlich unterstützen, Ja. weil sie sich völlig verselbstständigt haben. Die hat man nicht mehr unter Kontrolle, weil sie völlig eine andere Ideologie haben. Sie haben die Ideologie, sie wollen mehr oder weniger den ganzen arabischen Raum, einschließlich Europa, wollen sie unter dem Kalifat stellen. Ja, ich meine, das ist ihre Absicht und das hat man auch aus den Interviews von Jürgen Totenhöfer gehört, wo ja der Chefideologe, der deutsche Christian Emme oder wie der heißt, der hat ja ganz klar gesagt, was ihre Absicht ist. Sie wollen alle arabischen Länder übernehmen und Europa Was mir und völlig radikal islamisieren. ich frage mich, ob die wirklich außer Kontrolle sind, geraten sind oder nur außer Kontrolle der Staaten. Natürlich, sie sind außer Kontrolle von denen, die sie geschaffen haben und unterstützt haben, ja. Und deswegen jetzt dieser ganze Wandel. Ich meine, der Hollande ist morgen in Moskau und will mit Putin darüber reden, wie sie gemeinsam die ISIS bekämpfen können, ja. Auf einmal will die Merkel jetzt auch deutsche Tornados nach Syrien schicken, um auch dort die ISIS zu bekämpfen. Ich meine, das ist ja ein Riesenwandel, der jetzt seit Paris stattgefunden hat. Ja. Was ich denke, da die Grund, was für Deutschland mit einer erheblichen Rolle spielt, ist, dass die EU den Verteidigungsfall ausgerufen hat. Ich meine, so grauenvoll das ist, wenn da über 120 Menschen getötet worden sind, unschuldige Zivilisten, erscheint es mir immer noch nicht unbedingt wie ein militärischer Angriff und deswegen finde ich es etwas fraglich, ob man da einen Verteidigungsfall ausrufen kann der EU. 9/11 war auch kein in dem Sinne militärischer Angriff, selbst wenn es externe gewesen sein sollten, auch beteiligt gewesen sein sollten. Was ich damit meine, ist, ich finde die Grundlage etwas fraglich. Aber was mich beruhigt, ist, naja, die Moment, Deutschen. Moment. Also der Anschlag in Paris ist insofern anders. Der Jürgen Totenhöfer, wo er im Islamischen Staat war, hat gesagt, dass die IS oder der IS ist ein Staat. Er ist ein Staat und das wollen die Leute im Westen nicht wahrhaben. Es sind völlige staatliche Strukturen dort entstanden. Ja, in den Gebieten, die sie kontrollieren. Und deswegen ist es schon ein Angriff eines staatlichen Konstrukts gegenüber Frankreich. Also Ja. ein Staat, den keiner anerkennt, aber die haben Leute, die sich als das Volk fühlen, ein Territorium und haben eine Ordnung errichtet. Richtig. Ich meine, sie haben eine Ordnung errichtet, sie haben eine Polizei, sie haben sie haben Behörden, sie haben ja alles dort jetzt mittlerweile errichtet. Natürlich nicht in einer Vollkommenheit, wie das ein sogenannter normaler Staat ist, aber es ist einem staatähnlichen Konstrukt ist es jetzt geworden, ja? Okay, dann könnte es ein Verteidigungsfall sein, ja. Nicht? Und ich meine, ich glaube, eher jemanden, der wirklich mit eigenen Augen dort war und sich das alles angeschaut hat, im Gegensatz zu allen anderen, die immer viel sagen, aber nie dort waren. Ja?
nicht. Und er hat ja selber gesagt, der Westen hat unterschätzt völlig, was da mit dem Islamischen Staat abgeht. Ja? Die unterschätzen das völlig. Die meinen, das ist so ein zerlumpter Haufen an Terroristen. Es sind sie nicht. Die tun Steuern kassieren, sie haben sonstige Einnahmen, sie kontrollieren die ganzen Städte und so weiter, sie tun den Straßenverkehr kontrollieren und so weiter und so weiter. Das heißt also, das sind wirklich staatliche Strukturen, die da entstanden sind. Aber durch die völlige Duldung durch speziell Amerika. Weil die haben ja nichts getan, um das aufzuhalten. Im Gegenteil. Es ist einfach so, das sieht man ja auch an Obama, dass der immer noch und alle anderen immer noch darauf bestehen, dass bevor man überhaupt über eine Friedensregelung reden kann, muss der Assad weg. Also diese Sache, die ist immer noch in ihren Köpfen. Und deswegen haben sie das Ganze überhaupt entstehen lassen, weil sie immer gesagt haben, uns ist egal, ob wir jetzt hier ein Monster schaffen, Hauptsache sie bekämpfen den Assad und sie bekämpfen den iranischen Einfluss in Irak. Ich meine, das sind die zwei Motive, die sie haben. Ja? Mhm. Und dass sie aber durch diese Duldung ein Monster geschaffen haben, das jetzt sie selber angreift, und angegriffen hat in Paris, das hat jetzt ihre Meinung geändert. Und jetzt fangen sie alle an, oh, jetzt müssen wir doch die ISIS bekämpfen, jetzt müssen wir doch da was machen und so weiter. Ja. Es ist erstaunlich. Also ich habe in verschiedenen Medien gehört, auch in deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, dass ja mehrere hundert Menschen allein aus Deutschland zu ISIS gegangen sein sollen. Ja, lauten Schäuble sind ja 600 Deutsche rekrutiert worden und kämpfen in Syrien. Und es sind auch viele schon zurückgekommen. Insgesamt sollen sich 40.000 radikale Islamisten in Deutschland aufhalten. Das hat der Schäuble gesagt. Okay, aber verschiedenster Gruppierungen. Radikal heißt ja noch nicht, dass sie gewaltbereit sind. Das heißt es nicht. Aber und er hat dann gesagt, 900 davon werden strafrechtlich verfolgt. Ja. Aber das Problem ist ja, man kann ja nicht in ihre Köpfe schauen. Man weiß ja nicht, ob das tickende Zeitbomben sind, die auf Knopfdruck dann losschlagen. Ja, ich meine, so sieht es ja auch mit Paris aus. Nicht? Man kann ja, das Problem mit dem Terrorismus ist, dass man denen ja nicht, man erkennt sie ja nicht, man kann ihnen ja nicht, man weiß ja nicht, wie sie denken und sie können jederzeit irgendwas tun. Ja. Der deutsche Justizminister hat gesagt, dass solche Attentäter nicht unbedingt Leute sind, die jetzt vor kurzem mit der Flüchtlingswelle erst hier hingekommen sind, dass das eher nicht der Fall ist, ja, sondern sie Leute, die schon länger hier sind. Aber sie haben alle einen Migrantenhintergrund. Alle. Es sind aber eher Leute, die schon länger hier sind und die Örtlichkeiten kennen. Ja, und? Aber es sind zwei davon sind syrische Flüchtlinge, also die sich als syrische Flüchtlinge getarnt haben, jedenfalls. Das stimmt. Ja. Nicht? Und das Problem ist ja, dass natürlich mit dieser Türöffnung und alle dürfen rein und alle dürfen völlig unkontrolliert rein und man weiß gar nicht, wo die alle hingehen und wer das ist, können sich natürlich viele Kämpfer, die in Syrien ihre Erfahrungen gesammelt haben, wie man mit Waffen umgeht und wie man einen Krieg führt, die kommen hierher. Ja? Und es sind ja auch einige, zum Beispiel der Anführer, dieser Pariser Anschläge, war ja in Syrien und hat sein Kriegsgeschäft dort gelernt. Hm. Nicht? Das Problem ist ja, es reicht ja nur, wenn von den 100.000 an Migranten, die hier reinströmen, nur 500 oder 1.000 versteckte Terroristen sind. Wie will man die überhaupt entdecken, wenn man nichts kontrolliert? Die können ja dann schon könnten ja ganze Dörfer besetzen oder ähnliche Dinge. Ja, also, so viele Leute
Das ist schon ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Das waren Und ja nur ganz. die Waffen sind ja auch reingekommen, denn die bayerische Polizei hat zufällig ein Auto kontrolliert und dabei 8 Kalaschnikows, Sprengstoff, Granaten und Munition in dem Auto gefunden. Da sind angeblich von Montenegro über den Balkan bis nach Deutschland kam. Die haben das Auto ja nur zufällig kontrolliert und all diese Waffen entdeckt. Also auch die Waffen für die Terroristen kommen ja nach Deutschland rein. Ja. Und wenn Sie mal in Deutschland sind, dann können Sie auch nach Frankreich, weil bis jetzt, bis Paris, waren ja alle Grenzen offen. Konnte man ja ohne Kontrolle hin und her fahren. Ja. Ja. Nicht? Unverantwortlich. Deswegen, also, was die Merkel da angerichtet hat, indem sie da gesagt hat, ihr könnt alle kommen und Schengen- und Dublin-Abkommen gelten nicht mehr. Sondern lassen wir sie doch alle durch und winken wir sie durch von einem Land zum anderen, ja. Das ist ja unglaublich, was sie da angerichtet hat. Also ich gehe sogar so weit, Merkel ist für die Pariser Sache mitschuldig, ja. In einem moralischen Sinne. Ja. Ich habe den Eindruck, denn so ähnlich hat sich auch Udo Ulfkotte geäußert, dass dieser große Massenzustrom an Flüchtlingen, dass der vielleicht ein Motiv davon auch gewesen sein könnte, von anderen Dingen abzulenken. Und Ja, abzulenken. Was meinst du von der Euro-Krise oder von ja, was? zum Beispiel. Ich denke, das kann nicht das einzige Motiv gewesen sein, aber ich denke, das könnte auch ein Motiv gewesen sein, das bequem gewesen ist, davon abzulenken. Ja, gut, das kann man vielleicht sagen, ja. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass es da irrsinnige Kräfte gibt, die also diese New World Order wollen und wie der Soros, der ja aktiv die ganze Migration unterstützt mit sehr viel Geld, mit sehr vielen NGOs. Und übrigens das Gleiche macht er in Amerika. Es ist ja nicht so, dass nur in Europa eine Flüchtlingswelle oder Migrationswelle gibt, sondern die gibt es ja genauso in Amerika. Es sind ja allein während der Zeit von Obama 5 Millionen illegale Einwanderer nach Amerika gekommen. Ja, Ja. ja. Ja, aus dem Süden, aus Mexiko und Zentral-Lateinamerika und so weiter. Ja, diese riesige Einwanderungswelle, die findet auch in Amerika statt. Und auch dort tut der Soros das alles unterstützen. Ja. Naja, ich halte es. Manche stellen sich die Frage, ob man die Bevölkerung so weit wie möglich mischen will, damit die Leute ihre Identität verlieren. Aber Ja, das ist ja der Plan. Das ist ja der Plan. Und das Schlimme ist ja, dass viele Politiker, speziell aus der grünen Seite, dass die ja sozusagen die Deutschen abschaffen wollen und durch Migranten ersetzen wollen. Ja, ich meine, ich habe mir gerade die Rede von der Frau Dr., wie heißt sie, Frau Dr. Vogel vom Hamburger Parlament. Die hat ja eine Rede gehalten und gesagt hat, in 20 Jahren wird die deutsche Bevölkerung eine Minderheit sein. Und das ist gut so, hat sie gesagt. Bei ihrer Rede vorm Hamburger Parlament da. Ja. Und dann hat ja ein anderer Politiker in Baden-Württemberg vor ein paar Wochen gesagt, wenn es den Deutschen nicht passt, was da abgeht, dann sollen sie doch auswandern. Ich meine, das hat er gesagt. Was ist denn das für eine völlig idiotische Einstellung? Ja. also, es gab auch schon andere Zeiten mit großen Einwanderungswellen, teilweise Ja, von deutschstämmigen Leuten oder ich von. meine, jetzt hat ja sogar der Präsident des jüdischen, wie heißt das, der jüdischen Rates in Deutschland, Zentralrat der Juden, des ja. Zentralrats der Juden, ja, der Schuster, hat in einem Interview mit der Welt gesagt, dass diese ganze Massenmigration von Leuten aus den arabischen Ländern nicht akzeptiert werden kann, weil sie eine ganz andere
Einstellung haben gegenüber Frauen, gegenüber Homosexuellen, überhaupt gegenüber alles und intolerant sind. Das hat er gesagt. Ja? Ja, er hatte sich vielleicht vorher erhofft, dass da mehr tolerante Moslems kämen, mit denen die, auch die Juden in Deutschland gut auskämen. Und jetzt merkt man, es sind mehr Radikale, als man sich erhofft hatte. Ich meine, ich weiß noch, dass er damals im Mai genau das Gegenteil gesagt hat. Im Mai hat der Präsident des Zentralrats der Juden gesagt, wegen dem Holocaust und weil Deutschland eine Schuld hat und, muss Deutschland diese Massenimmigration akzeptieren. Ein halbes Jahr später hat er komplett jetzt seine Meinung geändert. Jetzt sagt er, das geht nicht. Ja, komplett. Ich meine, was er gesagt hat, ist ja, wenn das ein anderer sagen würde, würde er als Rechter und Nazi hingestellt werden, was er jetzt gesagt hat. Ja. Ich wollte noch kommen auf einige Seltsamkeiten, gerade bei ISIS, was den Islam angeht. Die Kronenzeitung aus Österreich hat berichtet, ich sehe im Moment, 19.11.2015, dass ISIS zur Zerstörung der Kaaba in Mekka aufgerufen hat. Ja. Ich meine, es war schon unglaubliche Akte gegen gemäßigte Moslems zu beobachten gewesen bei Al-Qaida, einem Al-Qaida-Ableger in Mali, dass die Heiligtümer somit der friedlichsten Moslems, die es gibt, von den Sufis in Mali beschädigt, zerstört haben. Und jetzt sieht man, rufen sie auf, obwohl es ja auch heißt, dass sie sich ein wenig am salafistischen Islam orientieren, zum Beispiel von ihren harten Strafen her, rufen sie auf, jetzt die Kaaba zu zerstören in dem Land, wo salafistisch oder wahhabitisch genannte Islam die Staatskonfession ist. Ja, aber ich habe ja schon seit Jahren berichte ich, dass die Wahhabiten in Saudi-Arabien die ganze islamische Geschichte zerstören. Die haben ja in Mekka und Medina sämtliche historischen Bauten, das Geburtshaus von Mohammed, das Haus, wo die Mutter lebte, die uralten Moscheen, die seit 700 Jahren stehen, die wurden ja alle plattgewalzt. Da wurden Supermärkte und Hotels drüber gebaut. Das habe ich ja schon mehrmals berichtet, dass die Wahhabiten die ganze islamische Geschichte zerstören. Und das ist die Extremform wäre jetzt, wie der IS es will, sogar noch die Kaaba zu zerstören. Ja? ISIS sagt dazu, also hier laut der Kronenzeitung, soll ISIS gesagt haben, dass die Zerstörung von Bauten, vor allem jener, die auf Gräbern errichtet wurden, Bestandteil der Reinhaltung der Religion sei. Ja, das behaupten sie. Ja, gut. Aber der Jürgen Tötenhöfer hat ja gesagt, dass ja die Leute, die er im Islamischen Staat gefunden hat, in der Führungsposition, dass die überhaupt nicht den Koran kennen. Dass die den auch nicht, denn es ist nicht so, dass die den in der Hand halten und da, sondern das ist eine völlig pervertierte Version des Koran. Ja. Ja. Und genauso, und das ist auch diese Politik der Wahhabiten, also des saudischen Königsfamilie, die ja eine völlig pervertierte Version des Koran ausüben in Saudi-Arabien. Und ich habe ja immer wieder Moslems kritisiert, warum sie dagegen nichts unternehmen, dass ihre gesamte islamische Geschichte seit den 8. Jahrhundert sich zerstören lassen. Ja, das habe ich ja immer wieder angeprangert. Wieso schaut ihr zu, wie die Wahhabiten die ganze alles kaputt machen? Alles, was mit Mohammed zu tun hat und historisch noch gestanden ist, haben sie plattgewalzt. Ja, ihr müsst ja mal ein Foto anschauen, wie das um die Kaaba aussieht. Das sind riesige Hotelkomplexe und Einkaufszentren rund um die Kaaba entstanden. Ja. Ja. Es ist unglaublich, was da passiert. Das heißt,
Der Hauptmotor hinter dieser ganzen Radikalisierung und Schaffung des IS ist ja die saudische Königsfamilie mit ihrem ganzen Geld und mit ihrer Perversität. Das ist ja, die Wahhabiten sind ja eine Sekte. Das ist eine Sekte, die aber durch ihr vieles Geld das Ganze kontrollieren kann und praktisch weg vom wahren Koran bringt. Ja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel im Koran, gibt es ja keine Pflicht, dass Frauen sich verschleiern müssen. Das steht nicht da drinnen. Das wurde ja erst später durch sogenannte Islamgelehrten als Pflicht erfunden und mit irgendwelchen Sachen begründet. Verstehst du? Ja. Das heißt also, sie tun ja die Sachen, die sie behaupten, das steht im Koran, und dann tun sie das als Regel aufstellen. Ich meine, das ist ja auch in der katholischen Kirche und so weiter ähnlich, dass da Regeln und alles Mögliche und Zeremonien und ich weiß nicht was erfunden wurden, die mit der Bibel oder mit dem Neuen Testament oder mit dem Alten Testament begründet werden. Dabei steht das nirgendwo. Zum Beispiel Jesus hat doch nie in einer Kirche oder in einem Tempel gepredigt. Der hat nur im Freien gepredigt. Aber trotzdem wurden dann Gotteshäuser gebaut und man soll dort beten. Ne? Aber das heißt, Menschen haben da die Originalbotschaft abgeändert und nach ihrem Wünschen was gemacht. Und genauso ist es im Koran. Ja? Ich hab das Gefühl, dass ISIS... Ich habe einen Bericht in RT Deutsch gesehen, dass die Strafen, die ISIS macht in dem von ihm kontrollierten Gebiet, sich an den religiös begründeten Strafen in Saudi-Arabien orientieren. Aber ich stelle mir Saudi-Arabien so vor, dass die zumindest normalerweise, bevor sie zum Beispiel jemand hinrichten, noch ein Gerichtsverfahren haben. Und bei ISIS, da werden die Leute einfach geköpft, um ein Schreckensregime zu errichten. Da kriegt man nichts mit. Es gibt schon ein Gerichtsverfahren, aber ob man das ein Gerichtsverfahren nennen kann, wo, also ein ordentlich nach unserem Verständnis mit einem Verteidiger und all das und mit Beweisen und so, das ist natürlich nicht so. Es kommen schon Männer zusammen, die dann den Fall besprechen und sofort ihr Urteil aussprechen und dann wird das Urteil vollstreckt. Ja, das ist natürlich nicht ein Gerichtsverfahren, wie wir es kennen. Ja. Nicht? Und so. Ich meine, man sieht das ja auch an den ISIS-Terroristen, die in Paris zugeschlagen haben. Die haben ja nicht mal den Koran gelesen, sondern die wurden indoktriniert. Denen wurde irgendwas erzählt, das steht dort da drinnen und so müsst ihr euch verhalten. Dabei ist das gar nicht so. Ja, genauso wie es ja extreme Christen gibt, wo man denen auch erzählt, dass das in der Bibel steht. Dabei ist es ja nicht so. Ja? In Voltairenet hat berichtet, dass von den Aufständischen in Syrien, dass da nur ungefähr 8% Syrer sind und der höchste Prozentsatz, also jetzt nicht unbedingt mehr als 50%, aber der höchste einzelne Land, wo die Leute herkamen, ist Saudi-Arabien gewesen. Also scheinen in Saudi-Arabien ziemlich viele Leute angeworben worden zu sein. Ja, die haben ja, die saudische Regierung hat die Gefängnisse geleert und hat gesagt, wir lassen euch raus, wenn ihr nach Syrien und Irak geht und dort als ISIS-Kämpfer operiert. Die haben Verbrecher losgelassen. Die haben Mörder und Vergewaltiger und was weiß ich was, haben sie aus den Gefängnissen rausgelassen, damit sie kämpfen. Und das erklärt auch, warum die so vorgehen. Das sind alles Verbrecher. Oder ein Großteil davon, ja, die man aus den Gefängnissen gelassen hat. Nicht? Weil die sagen sich ja, bevor ich lieber gehe ich raus und kämpfe, anstatt dass ich hier im Gefängnis sitze, weil man hat ihnen natürlich dann die Freiheit versprochen. Ne? Und so. Das ist auch eine Taktik, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat, indem man Gefangene
diese Option gibt, ne? Ja, das erinnert mich auch an die Entstehungsgeschichte von Al-Qaida. Da hat man ja in den 80er Jahren, haben ja USA, Saudi-Arabien und Pakistan, oder zumindest der pakistanische Geheimdienst, das organisiert. Und da sind ganz viele Ägypter in erster Linie, aber auch Saudis dorthin gegangen, als Mudschahedin, um die aufständischen Leute in Afghanistan zu verstärken. Und da hat man ganz viele rekrutiert aus den Reihen der Moslembrüder, deswegen so viele aus Ägypten und dann auch Saudi-Arabien. Da hat man diese Opposition sich direkt, ganz viele von dieser Opposition dann aus dem eigenen Land rausgehabt. Aber auch jede Menge Kriminelle hat man da mit hingeschickt. Damals in den 80er Jahren, wo ja unter Präsident Carter und Brzezinski als Sicherheitsberater und als Gates als Verteidigungschef oder als CIA-Chef die Al-Qaida geschaffen hat, hat man ja den Leuten erzählt, die man rekrutiert hat, ihr müsst jetzt diese Atheisten, diese kommunistischen Atheisten bekämpfen. Ja, damit hat man sie ja gelockt. Nicht? Also die Sowjets waren ja Atheisten in ihren Augen, die gegen den Islam sind. Und das Gleiche macht man ja jetzt. Man tut ja als Feindbild den Assad und die Schiiten. Ihr müsst euch dieses Interview von Jürgen Todtneufer anhören. Der größte Feind für die IS sind die Schiiten. Sie haben gesagt, ich zitiere jetzt, die Schiiten, das sind Abtrünnige und die müssen alle getötet werden. Und dann hat der Todtneufer gefragt, ja, alle 150 Millionen. Dann hat der Christian Emde gesagt, 150 Millionen, 250 Millionen, 500 Millionen, das ist uns völlig egal, die werden alle getötet. Ja. Das ist die Frage, ob das ein Aufruf zum Völkermord ist. Und wenn man mal bedenkt, es gab bisher keinen Völkermord in der Menschheitsgeschichte in dieser Größenordnung. Ja, ich meine, das heißt also, die schlimmsten, also aus der Sicht der Wahhabiten und auch des Islamischen Staates, sind die Schiiten, die hassen sie am meisten. Die tun sie alle töten. Da wird gar nicht groß drum geredet, Kopf ab, weg. Mit den Christen und Juden gibt es eine Wahlmöglichkeit. Also die haben gesagt, die Christen und Juden haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder flüchten sie, also hauen ab, oder sie müssen sich uns unterwerfen. Ja. Ich wollte noch kurz ergänzen, was ich gesagt habe, von wegen, wo die Al-Qaida-Kämpfer herkamen. Zahlen von den ausländischen Unterstützung der Mudschahedin in Afghanistan findet man bei Dr. Andreas von Bülow im Namen des Staates, Piper Verlag, veröffentlicht. Und über das Vorgehen und wo Al-Qaida überall eingesetzt worden ist, findet man ziemlich viel in dem Artikel von Professor Dr. Peter Dale Scott. Das geheime Drogennetzwerk der CIA findet man bei Global Research in englischer Sprache und bei LarsSchall.com in deutsche Sprache übersetzt. Ja, ich meine, es ist ja so, wie gesagt, die Washington hat diese ganzen Leute benutzt, um ihre Geopolitik umzusetzen, ihre imperialistische Geopolitik. Das ist in Afghanistan passiert, im Irak passiert, in Libyen passiert, in Syrien passiert es jetzt, in Jemen ist es jetzt, der Krieg in Jemen ist doch ein Krieg der Saudis gegen den Iran. Das ist das, was in Jemen abläuft. Nicht? Und so weiter. Das heißt also, die werden benutzt. Nur, wie ich gesagt habe, sie haben sich völlig verselbstständigt. Weil für sie sind ja ihre Unterstützer genauso die Feinde. Sie nehmen wohl gerne das Geld an, sie nehmen gern die Waffen an, sie nehmen überhaupt alles gern von ihnen an. Aber rein ideologisch sind das ja auch die Feinde. Ja? Und das haben wir ja auch in Afghanistan gesehen. Ich meine,
aus den Mujahedin, die die Sowjets bekämpft haben, sind ja dann die Taliban entstanden und haben dann auch die Amerikaner angegriffen oder die Puppenregierung die Amerikaner eingesetzt haben. Nicht? Also, das heißt also, die drehen sich immer um. Die werden benutzt als Werkzeug und dann drehen sie sich um und sagen, so, jetzt bekämpfen wir euch. Ja? Die Al-Qaida hat ja eine Zeit lang noch weiterhin als Instrument gedient und hat zum Beispiel destabilisierend gewirkt in gemäßigteren islamischen ehemaligen Sowjetrepubliken, zum Beispiel Tadschikistan und Tschetschenien haben sich die Leute aufgewiegelt. Der Tschetschenienkrieg war ja ganz eindeutig von den Saudis finanzierter Aufstand von eingeschleusten Islamisten. Ja? Und da war Al-Qaida mit dabei. Ja, natürlich. Ganz erheblich. Das heißt, da hat man versucht, Russland zu destabilisieren. Ja? Und Al-Qaida hat auch die UCK unterstützt, auch mit Geld unterstützt. Absolut. Der ganze Balkankrieg, der Osama Bin Laden war ja im Balkan. Er war sogar im Balkan mit seinen Kämpfern. Und sie haben dort die ganzen Leute aufgewiegelt, Kroaten gegen Serbien und Moslems gegen Christen und so weiter. Das war ja der ganze Sinn von dem. Ja? Nicht? Und wenn man guckt, was eigentlich in Bosnien passiert, in Bosnien werden sämtliche alte Moscheen, die noch aus der osmanischen Zeit sind, werden ja alle gesprengt und platt gemacht. Auch mit diesen Behauptung, das sind symbolische Bauten, die weg müssen. Ja? Aber das machen die selber. Kaum zu glauben. Das sind nicht die bösen Christen, die das machen, sondern das sind sie selber, die das machen. Ja? Genauso wie ich erzählt habe, dass sie in Mekka und Medina alles, was alt ist, zerstören. Ja? Ich muss sagen, ich überblicke das zurzeit nicht, wie das in Bosnien ist. Ich habe aber in der Taz gelesen, dass Leute, die gepredigt haben, Dschihad zu unterstützen, im Kosovo zum Beispiel heutzutage verfolgt werden. Dass man das heutzutage im Kosovo nicht mehr duldet. Aber als die UCK für die Unabhängigkeit des Kosovo gekämpft hat, da haben sie gerne Unterstützung von Al-Qaida angenommen. Natürlich, ja natürlich, weil damals hat man sie benutzt, um den Kosovo von Serbien zu trennen. Und nachdem das erfolgt ist und die Amerikaner die größte Militärbasis überhaupt in Europa aufgebaut haben, mit Camp Bond-Stil, das ist ja die größte Militärbasis überhaupt in Europa, in Kosovo, dann haben sie gesagt, ja, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Jetzt habt ihr ja eure Schuldigkeit getan und jetzt tun wir euch bekämpfen. Und genau diese Meinung meinten sie mit dem Islamischen Staat und mit anderen Terroristen machen zu können. Dass sie sie benutzen, um ihre geopolitische Strategie umzusetzen, um ein Land zu destabilisieren, um eine Regierung zu stürzen. Und dann können sie sie wieder in eine Schublade stecken. Nur der Islamische Staat lässt sich nicht in eine Schublade stecken, sondern greift sie jetzt an. Ja, und das haben wir mit Paris jetzt gesehen. Und deswegen ist da, und der Hollande macht eine 180-Grad-Drehung, oder? Und sagt so, das ist jetzt ein Angriff auf Frankreich und jetzt gehen wir mit den Russen zusammen und bekämpfen die. Gott sei Dank, hat Frankreich sich nicht gegen Russland instrumentalisieren lassen. Das ist zumindest beruhigend, was den Weltfrieden angeht. Naja, sie haben sich vorher instrumentalisieren lassen, weil sie haben ihnen zum Beispiel die Mistral, die Russen bestellt haben, bezahlt haben, nicht ausgeliefert. Ja? Ja. Damals wegen den Sanktionen. Ja? Und das war ja so ein völliger Quatsch, dass sie ihre Verträge nicht einhalten. Nur weil Washington sagt, jetzt machen wir Sanktionen gegen Russland. Ja. Ja. Jetzt in wenigen Minuten steht der nächste Gesprächspartner zur Verfügung. Mhm. Kevin Nett von ITCCS, Internationalen Tribunal bezüglich der Verbrechen von Kirche und Staat, die haben sehr viel gemacht zu
dem vermuteten Völkermord oder dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in indianischen Residential Schools. Und mit ihm werde ich mich dann gleich unterhalten über Erfahrungen mit dem Ausnahmezustand in Frankreich. Ja, ich meine, es ist ja natürlich schlimm, was in Belgien und in Frankreich abgeht, dass hier speziell Belgien, wo man ja in den letzten Tagen das komplette öffentliche Leben lahmgelegt hat, ja. Nur, das kommt halt daher, dass die ISIS-Terroristen dort die ganzen Jahre völlig freien Lauf hatten und das sich zu Ja. einer Art Nest gebildet hat dort, ja. Nicht? Ja, in Belgien hat man jetzt von der Alarmstufe 4 auf Alarmstufe 3 wieder heruntergeschaltet, habe ich gelesen. Ja, das ist klar, weil die können ja das nicht ewig aufrechterhalten. Aber dass Also, sie es überhaupt gemacht haben, ist ja ja. schlimm. Ja. Ja, nicht mehr, es wird nicht mehr als akut angesehen, aber immer noch als wahrscheinliche Gefahr, dass was passieren kann, heißt das. Die haben Das ist mir ja heute Nacht klar, erfahren. dass dieser Angriff benutzt wird, um mehr Polizeistaat und mehr Kontrollen und mehr Überwachung einzuführen. Das ist ja völlig richtig, ja. Ich meine jetzt nicht richtig, dass sie es gemacht haben, aber dass das die Konsequenz jetzt und Politiker das ausnutzen, Ja, ja. das ist vor allem, scheint vor allem in Frankreich die Gefahr zu sein. Darüber wurde berichtet auf der Webseite vom Internationalen Bündnis der Trotzkisten, wsws.org, dass man darüber nachdenkt, die Verfassung zu ändern und Ja, ja. man war halt vorher zu liberal. Ich meine, man merkt es ja auch an Schweden. Schweden war ja das offenste und liberalste Land, was die ganzen Einwanderung betrifft. Und was ist jetzt? Jetzt haben sie völlig gekehrt. Jetzt wollen sie niemand mehr. Jetzt haben sie gesagt, das Boot ist voll. Es dürfen keine mehr kommen. Wir schließen die Grenzen. Niemand darf mehr rein. Die haben auch eine 180-Grad-Wendung gemacht in Schweden. Das gleiche gilt übrigens für Dänemark. Auch komplette 180-Grad-Drehung, was die Migrationspolitik betrifft. Polen genauso. Alle und jetzt Frankreich und so weiter. Also diese ganzen Länder sind von einer sehr offenen Politik gegenüber den ganzen Flüchtlingen, Migranten und Schutzsuchenden zu einer völligen Anti. Weil einfach zu viele kommen und weil natürlich dieser mögliche, also dass es sich da darunter Terroristen verstecken können, ja. Und ich kann euch eins sagen, wenn in Deutschland ein Terrorangriff passieren würde wie in Paris, dann wäre genauso der Ausnahmezustand ausgerufen und der Schäuble hat es schon angekündigt. Okay, ich müsste das Gespräch an dieser Stelle. Ja, Sie hören die Fortsetzung der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 26. November 2015 auf Jungletraum Radio. Ja, wir kommen noch mal auf das Thema, wo das ganze Öl bleibt, was ISIS da stiehlt, in Syrien zum Beispiel. Ja, es ist ja so, wie wir ja aus dem Interview von Jürgen Totenhöfer gesehen haben, der ja den Islamischen Staat in ihrer Hauptstadt, der wirklichen Hauptstadt Mosul, besucht hat. Das ist ja eine 2-Millionen-Stadt gewesen im Norden des Irak, ein Vielvölkerstaat, viel multireligiöse Stadt, die von der IS überrannt wurde. Und es wurden ja alle, die nicht sich konvertiert haben, also alle Schiiten, alle Christen, alle Juden, alle wurden vertrieben oder umgebracht. Das ist das Hauptgebiet mit den Ölquellen, das Gebiet rund um Mosul, wo sie jetzt komplett beherrschen. Und es ist ja so, dass das Öl, das sie dort aus den irakischen Quellen stehlen, das geht in die Türkei. Und der Hauptdrahtzieher dahinter ist der Sohn von Erdogan. Ja? Das heißt also, der Bilal El Erdogan, der übrigens in Amerika sein Universitätsstudium gemacht hat
und seinen Masters dort gemacht hat und wo er dann zurückgekommen ist, diverse Firmen gegründet hat, hauptsächlich im Transportwesen, also in der Schifffahrt. Und er tut dann das Öl mit seinen Schiffen und mit Hafenanlagen, die er in Beirut unter anderem hat, wird dieses Öl dann nach Japan geliefert. Und das ist die Haupteinnahmequelle für den Islamischen Staat. Das heißt, der Sohn von Präsident Erdogan ist der Hauptfinanzier der ISIS. Und der türkische Geheimdienst zusammen mit dem israelischen und amerikanischen Geheimdienst haben Ausbildungsbasen im Süden der Türkei errichtet, wo die ganzen ISIS-Kämpfer ausgebildet werden. Jetzt im Oktober 2014 hat sogar der amerikanische Vizepräsident Joe Biden bei einer Vorlesung vor der Harvard-Universität gesagt, dass die ISIS mit Hunderten von Millionen Dollar und Tausenden Tonnen an Waffen von der Türkei beliefert wird. Er hat sich dann danach dafür entschuldigen müssen, aber er hat diese Aussage gemacht und ich würde sagen, das war auch die Wahrheit. Ja. Und das kommt jetzt alles dabei raus. Und was wahrscheinlich hier jetzt mit diesem Abschuss der russischen Maschine passiert ist, die Erdogan-Familie passt es überhaupt nicht, dass die Russen die tausenden Tanklastwagen bombardiert und zerstört haben, die ja dem Sohn vom Erdogan gehören. Und dass das so eine Art ein privater Racheakt war, von seitens der Erdogan-Familie gegenüber den Russen. Und das scheint aber nicht ganz aufzugehen. Weil, wenn ich habe gelesen bei Xinhua, der chinesischen Nachrichtenagentur, dass zum Beispiel die britische Regierung sich da abwartend verhält. Die lassen sich da nicht in eine Eskalation reinziehen, die NATO-Partner. Ja, das mag ja sein, aber auf jeden Fall war die Erdogan-Familie völlig erbost, dass die Russen die Tanklastwagen bombardiert hat und damit natürlich das Geschäft des Sohnes völlig zerstört hat, oder? Und das Interessante ist ja, dass die ganzen Jahre lang die sogenannte Antiterror-Koalition unter der Führung von Washington die nie angegriffen hat, sondern die konnten ja auch völlig unbehelligt das Öl von Mosul nach in die Türkei transportieren, ja, und damit es dort dann weiter verschifft wird von den türkischen Häfen aus. Und das passt denen natürlich überhaupt nicht, dass die jetzt das Geschäft kaputt gemacht haben und deswegen diese, also das ist die Annahme, deswegen dieser Racheakt gegenüber den Russen, ja, weil es ist doch mal ganz klar, das, was jetzt vorgestern passiert ist mit dem Abschuss der russischen Maschine, das war ja geplant. Die hatten ja niemals in den 17 Sekunden, wo sie ja sagen, dass die russische Maschine den türkischen Luftraum verletzt hat, angeblich Zeit aufzusteigen, sie x-mal zu warnen und dann auch noch abzuschießen. Das geht ja gar nicht. Sondern die standen dort als Falle. Das war ein Überfall auf die russische Maschine. Das war völliger Absicht und geplant. Und man muss annehmen, es ist ein Racheakt wegen der Bombardierung der ganzen Tanklastwagen, die dem Sohn von Erdogan gehören. Ja? Daher kommt diese ganze Geschichte. Ja? Ich meine, obwohl der Erdogan ja heute gesagt hat, also der Präsident gesagt hat, man soll erst mal beweisen, dass die Familie mit Ölgeschäft, mit gestohlenem Öl involviert ist. Ja gut, wie will man das machen? Ja? Nicht? Und deswegen, also diese Vermutungen, Gerüchte, dass die dass von der Seite der Türkei und speziell vom Erdogan-Regime die ISIS massiv unterstützt wird, dass Waffen rüberlaufen, Munition rüberläuft, dass Ausbildungen stattfinden und so weiter. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die Tochter von Erdogan
ist die Eigentümerin eines Spitals im Süden von Türkei, wo die ganzen ISIS-Kämpfer, die verletzt sind, versorgt werden. Die werden dort medizinisch versorgt, wenn sie von den Kämpfen verletzt, werden sie dorthin transportiert und werden dort versorgt. Also auch die Tochter ist in dieser ganzen ISIS-Geschichte involviert. Also die ganze Familie. Nicht? Und das erklärt, was hier abläuft mit diesem Abschuss. Ja? Das heißt, das war eine völlige emotionale Reaktion, die aber dem türkischen Volk und der Türkei überhaupt einen Riesenschaden verursachen wird, weil denn die, ich meine, ich war ja oft in Antalya Ferien machen früher und da habe ich gesehen, dass ja der halbe Ort dort und die ganzen Hotels am Strand, die Hälfte ist ja von Russen besetzt und die haben ja Einnahmen von russischen Touristen in Höhe von 10 Milliarden Dollar pro Jahr und das wird ihnen jetzt fehlen, weil das russische Außenministerium hat jetzt empfohlen, dass keine Touristen mehr aus Russland in die Türkei gehen sollen. Das ist natürlich verständlich in der Lage. Und auch sämtliche Warenlieferungen aus der Türkei sind ja jetzt blockiert. Die werden alles machen, dass das verhindert wird. Also das Exportgeschäft, das sehr lukrative Exportgeschäft türkischer Waren nach Russland wird jetzt beendet und auch die ganzen Projekte, die anstehen, wie zum Beispiel Turkish Stream oder den Bau des Atomkraftwerks und andere Investitionen der Russen in der Türkei, das wird alles beendet. Also es wird eine sehr schmerzliche Geschichte werden für die Türkei und es werden natürlich wieder die normalen Menschen leiden, die ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die Hotels nicht mehr voll sind, weil sie keinen Job mehr haben und so weiter. Und das hat ihnen alles der Erdogan jetzt angerichtet, weil er seine Privatfehde da ausfecht. Ja? Urlaub in der Türkei ist im Moment, habe ich den Eindruck, ziemlich, ziemlich günstig geworden. Vielleicht ist es immer so in den Wintermonaten, aber... Ja, im Winter waren die Rentner runtergelockt. Das ist schon klar, damit sie überhaupt die Hotels ein bisschen füllen. Aber die Russen, Türkei war ja bei den Russen sehr beliebt. Die hatten ja auch ein visafreies Arrangement. Das heißt, die Russen konnten visafrei in die Türkei und umgekehrt. Ja? Es kommen ja auch sehr viele türkische Arbeiter nach Russland als Gastarbeiter. Das kann man auch vergessen in Zukunft. Ja, zum Beispiel Sochi, die Olympiabauten in Sochi wurden großteils von türkischen Firmen und von türkischen Bauarbeitern errichtet. Ja, und so weiter. Also was da der Erdogan angerichtet hat mit diesem Abschuss, das wird irrsinnigen Schaden für die türkische Wirtschaft und für die Gesellschaft verursachen. Und das Ganze nur, weil der Sohn da seine Ölgeschäfte macht mit gestohlenem Öl und weil der Erdogan selber die ISIS unterstützt im Kampf gegen den Assad. Ich meine, der russische Präsident Putin hat gesagt, das war ein Dolchstoß in den Rücken von den Komplizen der Terroristen. Aber diesen Dolchstoß hat er ja schon mal gemacht, weil man darf ja nicht vergessen, dass die Assad-Familie und die Erdogan-Familie dicke Freunde früher mal waren und gemeinsam immer in Sommerurlaub gegangen sind. Und dann hat er ihn aber in den Rücken gestochen und ist aktiv dabei schon seit 5 Jahren, um ihn zu stürzen. Ja? Da sieht man mal, was das für ein Freund ist. Ja? Ja, ich kann mich noch erinnern, als die NATO-Strategie 2010 gemacht werden sollte und man den Iran isolieren wollte, da waren die Türken noch dagegen, da haben sie noch eine sehr konstruktive und ausgleichende Rolle gespielt. Hat sich völlig gewandelt seitdem. Ja, damals war ja auch, die Türkei bezieht ja sehr viel Gas aus dem Iran, oder? Und das ist übrigens auch ein Problem für die Türkei.
Denn die Türkei ist zu 60% von russischen Energielieferungen abhängig, weil ja die Türkei keinerlei eigenes Gas und eigenes Öl hat, aber ein sehr großer Verbraucher dieser Energie ist. Und deswegen von Importen abhängig ist und zu 60% von Russland. Ja, da kann man mal gucken, wie sie an das Öl und Gas jetzt in Zukunft kommen werden. Also es ist einfach ein Wahnsinn, was der hier angerichtet hat. Und die russische Regierung hat ja gesagt, jetzt hat sich das Erdogan-Regime entlarvt, wen sie wirklich unterstützen, nämlich die ISIS. Ja. Und Turkmenen, die angeblich die Türkei als Brudervolk schützt an der Grenze, das ist eine Proxy-Armee der Türkei, eingesetzt, um den Assad zu stürzen. Es Ja. gibt aber eine turkmenische Minderheit in Syrien. Ja, das mag ja sein, aber es sind ja viele mit der Turkish Air importiert worden, und dann wurden sie ausgebildet und rübergeschickt nach Syrien, um die syrische Armee zu bekämpfen, ja. Die Bevölkerung, die ursprüngliche Turkmenenbevölkerung in Syrien, ist ja nicht unbedingt gegen Assad, sondern das sind ja alles importierte Söldner, die das machen, ja. Damit man dann Vorwand hat, die angeblich die turkmenische Bevölkerung zu schützen, hat man Genau. dann einige turkmenische Kämpfer dorthin geschickt, und in Wirklichkeit ist die Strategie, ISIS zu stärken. Natürlich, und Assad zu stürzen und so weiter. Und es sind mindestens 2000 Kämpfer dort, die aus Turkmenistan importiert wurden. Mindestens 2000. Ja. Und so weiter. Jetzt, das ist ja das Problem, das haben wir ja am Anfang der Sendung besprochen. Wo kriegt die ISIS ihr ganzes Geld her? Ja, der Putin hat sie aufgeklärt. 40 Länder, unter anderem Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, wie sie alle, die Emirate, wie sie alle heißen. Die unterstützen die. Ja, mit Geld, mit dem Ölgeschäft, mit Waffen. Dauernd sieht man, wie amerikanische Waffen, die an Saudi-Arabien geliefert wurden, dann bei der ISIS landet. Ja. Und ich meine, in dem Video-Interview von Jürgen Totenhöfer in Mosul hat man gesehen, dass die Bodyguards von dem Christian Emde, die haben ja alle amerikanische Waffen getragen. Ich meine, wie sind sie denn an die rangekommen? Ja? Ja. Und so weiter und so weiter. Mir ist noch was Komisches aufgefallen. Manchmal die ISIS-Kämpfer, wenn die posieren auf Fotos, ob die da mit den Köpfen unschuldiger Opfer posieren oder sonst, machen ein seltsames Zeichen manchmal. So mit dem Zeigefinger nach oben zeigen. Ja, Das das ist denn ihr Symbol, ja. Scheint mir kein islamisch religiöses Zeichen zu sein. Nein, das ist ein Erkennungszeichen, das Sie erfunden haben, neu, oder? Könnte sein, dass es ein Symbol von denen ist. Also Ja, macht auf sicher. mich. Das sieht man auch bei den Paris-Attentätern. Da gibt es auch Fotos, wo man sieht, wie sie mit dem Zeigefinger nach oben zeigen. Ja. Und so weiter. Deswegen, also, das ist sowas von ein Drecksgeschäft, was da im Hintergrund läuft, mit dieser ganzen Finanzierung und Geschäften und Waffenlieferungen von allen möglichen Seiten. Und das ist jetzt alles an die Oberfläche gespült worden. Und wir haben gesehen, dass diese sogenannte Antiterror-Koalition überhaupt nichts gegen Antiterror gemacht hat, sondern eigentlich für Terror. Die haben für Terror gearbeitet. Ja? Und die einzigen, die wirklich den Terror bekämpfen, das ist einerseits am Boden die syrische Armee und in der Luft die russische Luftwaffe. Ja? Vielleicht noch die Kurden in Nordirak, die tun auch noch ein bisschen kämpfen gegen die ISIS, aber das war's dann. Ja, und alle anderen unterstützen sie.
Und deswegen haben die so riesige Geländegewinne gemacht und in halb Syrien übernommen. Nur dadurch, dass die russische Luftwaffe seit 6 Wochen jetzt bombardiert, konnte die syrische Armee große Gebiete wieder zurückerobern, Städte befreien von den Terroristen und hat die ganzen Leute an die türkische Grenze gedrängt. Die sind jetzt immer näher an die türkische Grenze gedrängt worden und deswegen fanden die Bombardierungen vorgestern statt, wo dann dieser Flieger abgeschossen wurde. Ja. Ich möchte noch mal auf Frankreich zu sprechen kommen. Ich habe gelesen in verschiedenen Medien, ich habe mir heute angeschaut, ich habe mir FAZ angeschaut, so in letzten Tagen, ich habe mir Webseite von der Trotzkistischen Internationale angeschaut. Die haben berichtet, wie Frankreich darauf reagiert hat mit dem Ausnahmezustand, ist jetzt im November nochmal um 3 Monate verlängert worden. Da können die in Frankreich jetzt Wohnungen durchsuchen, auch nachts. Sie können Leute unter Hausarrest stellen, sie können Leute verhaften, ohne dass es eine richterliche Anordnung dafür geben muss. Ja, genau. Also die normalen, durch eine Verfassung garantierten Rechte sind aufgehoben worden. Ja. Ja, das ist die Konsequenz aus diesem Terrorangriff. Das heißt, man hat leider, vorher war man zu tolerant gegenüber diesen ganzen Terroristen und hat sie praktisch im eigenen Land hat man sie machen lassen. Und jetzt schlägt das Ganze völlig in die andere Richtung um und man ist völlig, macht hier den Polizeistaat, ja. Und das ist halt leider so, nicht? Vorher waren sie zu liberal und jetzt sind sie was weiß ich, faschistisch oder was, wie man das nennen will. Aber diese 180-Grad-Drehung, die habe ich ja gerade vorher erwähnt, in Bezug auf Schweden, in Bezug auf Dänemark, Ungarn, Polen, die tschechischen Länder etc. etc. Die fallen von einem Extrem ins andere. Jetzt. Wir haben jetzt sogar bei der Europäischen Menschenrechtskonvention, also der Vertrag mit den bürgerlichen Menschenrechten beim Europarat, wofür es auch Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gibt, haben sie verschiedene bürgerliche Menschenrechte ausgesetzt in Frankreich. Ja. Und dass die Leute dann nicht nach Straßburg gehen können, man kann da verschiedene bürgerliche Rechte aussetzen. Ich vermute mal, dass es unter anderem um Reisefreiheit oder um Versammlungsfreiheit gehen könnte. Was man nie aussetzen darf, ist das Folterverbot, also solche Dinge. Aber verschiedene halt bürgerliche Freiheitsrechte wollen sie halt jetzt stärker einschränken können, als es die Europäische Menschenrechtskonvention erlaubt. Und wenn ich mir anschaue, was für Maßnahmen die machen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es da auch ja, um die Freiheit und den Hausfrieden geht, dass sie halt Leute ohne Strafverfahren dann länger vorübergehend wegsperren können, ja, dass es auch darum geht. Aber das ist leider die Konsequenz aus der völligen vorhergehenden, grenzenlosen, unkontrollierten Geschichte. Ich war ja schon immer ein Gegner des Schengen-Abkommens. Ich habe gesagt, ein grenzenloses Europa, das ist unmöglich. Jedes Land muss seine Souveränität behalten und muss seine Grenzen kontrollieren und schützen können. Aber die ganzen Euro-Turbos haben ja die Grenzen zerstört und haben sie aufgehoben. Und das ist ein Mitgrund, warum es den Terrorismus gibt. Weil, ich meine, man hat sie gesehen, dass die zwischen Belgien und Frankreich völlig unkontrolliert hin und her gewandert sind. Sogar nach dem Attentat konnten die noch völlig unkontrolliert zurück nach Belgien reisen. Und das heißt also, das ist diese Aufhebung der Grenzkontrollen, die ja natürlich vordergründig wunderschön verkauft wurde als Freiheit, dass die natürlich dadurch auch den ganzen Kriminellen hilft. Die vorher wurden sie an den jeweiligen Grenzen aufgehalten, aber jetzt können die ja völlig frei in diesem ganzen Europa rumreisen und machen, was sie wollen. Ja? Und das ist doch das Problem, dass man, das ist ja auch das, was die Schweden jetzt erleben, ihre
Toleranz und ihre Überliberalisierung hat ihnen ein Monster beschert und jetzt machen sie 180-Grad-Wendung und jetzt lassen sie überhaupt niemand mehr rein. Und genauso ist es jetzt mit Frankreich und mit den anderen Ländern, dass sie von einem Extrem ins andere fallen. Aber die Ursache war diese totale Öffnung. Ja? Denn es ist ja logisch, dass die Kriminellen und die Terroristen das ausnutzen. Ja. Es hat leider nicht geklappt, Kevin Annett mit ins Gespräch hineinzuholen. Ich weiß nicht, um welchen technischen Problem es gelegen hat bei Skype. Und ich wollte da etwas ansprechen. Leider haben wir es jetzt nicht geschafft, ihn ins Gespräch reinzuholen. Ich hoffe, ich kann das nachholen. Kevin Annett hatte eine Nachricht geschickt, dass Leute vom International, vom ITCCS, in Frankreich und in Belgien auch von Verhaftung betroffen gewesen seien. Also scheinbar durch diese Ausnahmezustand. Also dieser ITCCS ist eine Organisation, die sich gegründet hat, um Straftaten oder vermutliche Straftaten, wo die Staaten sich nicht drum kümmern, zu verfolgen. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, wenn einfach Privatleute das machen, nachdem die Staaten sich nicht gekümmert haben. Es ging da um die Residential Schools in Kanada, wo in 107 Jahren eine große Zahl an indianischen Kindern gestorben ist. Und die kanadische Regierung hat sich nicht gekümmert, deswegen haben die das gegründet und haben selber eben selbst ernannt, ohne eine gesetzliche Grundlage, haben unter Berufung auf das Common Law, britische rechtliche Tradition, den ICCCS gegründet. Und naja, ich finde es halt heftig, unabhängig davon, ob man das jetzt als symbolisch ansieht oder als verbindlich unter Common Law oder dass er vielleicht eine Art, dass also da vielleicht eine Widerstandslage ist, dass die kanadische Strafjustiz sich nicht gekümmert hat, das aufzuarbeiten, dass man dann Leute, die unbequem sind, aber wie soll ich sagen, die öffentliche Sicherheit in keiner Weise gefährden, dass man dann während eines Ausnahmezustands auch Leute von denen mit verhaftet. Ja, das ist ja eine alte britische Kolonial-Doktrin, oder dass man die einheimische Bevölkerung, die Urbevölkerung, ob das jetzt in Kanada oder in den Vereinigten Staaten ist oder sonst wo, dass man die nicht als Menschen betrachtet und deswegen sie nicht getötet hat oder was immer oder eingesperrt hat in ihren Reservaten und rechtlos gemacht hat. Das geht ja schon seit Hunderten von Jahren. Ich meine, wir wissen ja, dass die amerikanische Regierung in Washington keinen einzigen Vertrag, den sie mit den Indianerstämmen in den Vereinigten Staaten gemacht hat, überhaupt eingehalten hat. Keinen einzigen. Ja? Sondern man ging nach dem Motto vor, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Ja? Und das Gleiche gilt übrigens auch für Kanada. Das ist genau das Gleiche. In Kanada hat man halt diese Zwangsinternate gemacht und eine hohe Zahl an Indianern, ich habe jetzt leider die Zahl im Moment nicht präsent. Ich glaube, es waren ungefähr 50.000 in 107 Jahren, von 1889 bis 1996, anfangs mehr und hinterher immer weniger. Hinterher hat man sich mehr auf die Umerziehung verlegt. Anfangs hat man sie infiziert mit Krankheiten und davon sind besonders viele gestorben. Und dass die kanadische Regierung zwar eine Wahrheitskommission macht und dass die kanadischen Indianer Land zurückbekommen und solche Dinge, aber Strafverfolgung haben sie halt verweigert. Und so hat sich halt ITCCS gegründet und ein International Common Law Court of Justice in Brüssel. Aber eben nicht auf einer gesetzlichen Grundlage, sondern sie berufen sich auf Common Law, weil der Staat sich nicht kümmert. Der Internationale Strafgerichtshof kann sich nicht kümmern, weil es alles vor dem 1.7.2002 gewesen ist. Alte Fälle darf der nicht. Und das war ja bis 96, dass es diese Internate in der Form gab. Und naja, jetzt, wir haben jetzt leider ins Gespräch nicht reinholen können.
sodass ich es nicht im Moment nicht genauer nachfragen kann, sondern ich habe nur seine Pressemitteilung, wonach eben während des Ausnahmezustands Leute, die sich da beim ITCCS engagieren, hauptsächlich dafür, aber auch um andere Fälle von Menschen- und Kinderhandel anzuprangern, dass da Leute verhaftet werden. Ja. Und Übrigens, das Gleiche ist in Australien passiert mit den Aborigines. Das ist genau gleich abgelaufen, indem man ihren traditionellen, seit 10.000 Jahren oder wie lange, traditionelle Lebensweise hat versucht einzuschränken und auch natürlich unter dem Vorwand der Humanität, oder? Und dass man sie zivilisieren wollte. Und dann hat man ihnen Häuser gebaut, dabei leben die ja draußen im Freien, oder? Und all so Sachen. Und dann hat man sie zwangsweise in Häuser reingetan und dadurch sind sie natürlich kaputt gegangen, sind dem Alkohol verfallen und ich weiß nicht, was alles. Und das ist ja, für mich läuft das alles unter diesem Gutmenschentum, dass man also mit so angeblichen guten Absichten mehr kaputt macht als ganz, ja. ich wollte noch was zu Frankreich sagen. Also bei wsws.org, die berichten, dass jetzt als weitergehende Maßnahme, nicht, dass es jetzt schon so wäre, aber dass man darüber diskutiert in Frankreich, wegen jetzt der Situation, wegen des schrecklichen Terroranschlags und weit über diesen gegenwärtigen Ausnahmezustand hinauszugehen. Und dass man es ermöglichen will, Leute schon zu verhaften, wenn sie durch ihr Verhalten die öffentliche Ordnung gefährden. Oder wenn die öffentliche Ordnung gefährdet werden kann durch das Verhalten. Es muss ja nicht mal das Ja, Verhalten selber sein. Es könnte auch eine. habt ihr mitgekriegt, dass der Komiker und Satiriker Dodane, der ist jetzt zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, weil er während seiner Bühnenshow Sachen sagt, die nicht politisch korrekt sind. Das heißt also in den Augen des Regimes nicht politisch korrekt sind. Das heißt, da wird massiv jetzt durchgegriffen. Wer etwas auf Facebook postet oder sonst was macht oder aussagt oder die werden jetzt alle, die sind echt gefährdet jetzt in Frankreich. Und das wird noch weitergehen in Europa, ja? Dass man nicht mehr sagen kann, was man denkt und jeder Vorwand genommen wird, um einen zu bestrafen oder gleich wegzusperren. Ich habe das noch gar nicht so klar, ob das überhaupt etwas Strafrechtliches sein soll oder ob das ein Wegsperren ist, wie man es. Naja, ich kenne es eigentlich gelesen, es gibt ja auch so, dass die Polizei auch gegenüber Gefährdern vorgeht. Zum Beispiel gegenüber Leuten, wo sie vermutet, dass sie Straftaten begehen werden. Ich meine, Dass sie das die ist doch Leute völlig. zeitlang überwacht oder nicht ausreisen lässt oder solche Sachen, das ist normal. Aber hier, wenn Leute ein Verhalten machen, was dazu führen kann, dass die öffentliche Ordnung gestört wird. Es müssen noch nicht mal selber sie die Störer sein, sondern dass sie vielleicht andere dazu provozieren, dass man dann schon überlegt, dann Leute auch festnehmen zu können. Das ist jetzt mit dem Ausnahmezustand noch nicht Realität, aber solche Sachen sind angedacht. Ja, natürlich, wir werden dorthin kommen, was schon ja in Filmen angekündigt wurde oder gezeigt wurde, in Kognition, das heißt also Gedankenverbrechen oder präventives Verhaften. Ich meine, das heißt also, normalerweise in einem Rechtsstaat kann man ja nur bestraft werden, wenn man eine Tat begeht, also nachher. Man kann ja nicht präventiv verhaftet werden, ja. Weil damit öffnet man ja Tür und Tor zu Willkür. Ich meine, wer entscheidet, ob jemand jetzt ein Gedankenverbrecher ist? Ja, das ist ja das Schlimme an dieser ganzen Geschichte. Aber ich wiederhole mich, das Ganze hat damit zu tun, dass man vorher viel zu offen und liberal war, ja, und alles das erlaubt hat. Und jetzt tun sie natürlich mit dem Kampf gegen die ISIS und gegen die Terroristen, tun sie alle Leute bestrafen. Alle Leute. Ja? Nicht? Das ist es ja. Ich meine, das hat ja schon angefangen mit
mit dem Kolonialkrieg, den die Franzosen in Vietnam geführt haben, dann anschließend in Algerien und so weiter, wo sie gewütet haben. Sie haben sich doch das alles ins Haus geholt. Und was ja viele Leute nicht wissen, der französische Außenminister Juppé hat ja damals mit dem Erdogan einen Deal gemacht. Das heißt, er hat gesagt, wenn du, also damit meinte den Erdogan, hilfst, den Assad zu stürzen, indem du die ISIS-Terroristen unterstützt, dann helfen wir dir, in die EU zu kommen. Das war das Versprechen der Franzosen. Die haben das Ganze mit verursacht. Ja? Ich meine, das ist unglaublich. Und jetzt beißt halt die Hand. Ne? Beißen Sie die Hand, die sie gefüttert hat. Und jetzt schlagen sie völlig in die andere Richtung und jetzt wollen sie sogar mit den Russen zu. Ich bin ja gespannt, was heute und morgen in dem Treffen von Hollande mit dem Putin rauskommt. Ne? Ich habe Voltaire nicht gelesen, dass Syrien vor einigen Jahren französische Fremdenlegionäre gefangen genommen habe, die auf Seiten der Aufständischen oder der Söldner im Einsatz gewesen seien und dass sie dann mit Frankreich verhandelt haben, wollten die Leute wieder freilassen und wollten aber auch, dass Frankreich aufhört, sich da einzumischen. Ja, ja. Und da hat es noch nicht geklappt. Und ich meine, der Hammer ist ja, dass offensichtlich nach dem Besuch von Merkel, also vom Hollande bei Merkel, die Merkel jetzt entschieden hat, dass deutsche Bundeswehr-Tornados auch an dem Krieg in Syrien mitmischen. Und das ist ja der Hammer. Das ist ja auch ein Bruch des Grundgesetzes. Ja. Das ist etwas, was Merkel doch nicht entscheiden darf. Das muss der Bundestag entscheiden. Es gibt zwar von diesem Jahr ein Verfassungsgerichtsurteil, dass die Bundesregierung Armee alleine einsetzen darf, aber nur bei solchen Einsätzen, wo nicht zu erwarten ist, dass es zu Kampfhandlungen kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem anderen Staat ein Bürgerkrieg begonnen hat und da sind noch jede Menge deutsche Touristen, die gerettet werden sollen, dann dürfte man mit Militärmaschinen ohne Genehmigung des Bundestags dahin fliegen, wenn keine Kampfhandlungen dadurch zu erwarten sind und die Deutschen ausfliegen. Aber nur solche Dinge, nicht mehr. Das ist auch schon. Sie tarnen das Ganze natürlich mit der Aussage, dass die Tornados nur Aufklärungsflugzeuge wären gegen die Terrormiliz. Das heißt, sie tun nur Daten liefern, damit die anderen bombardieren können. Ja. Ich meine, das ist ja auch so eine fadenscheinige Geschichte. Ne? Also die deutschen Tornados werden nicht selber bombardieren, sondern sie werden Aufklärungsflüge machen und die Ziele ausfindig machen, damit die anderen sie bombardieren. Also das ist jetzt die Ausrede. Egal, ja? Ob das ein EU-Bündnisfall ist, da muss der Bundestag zustimmen. Vorher dürfen die nichts schicken. Ja, natürlich. Nur wen kümmert, was der Bundestag macht? Ich meine, erstens sind sie alles Kopfabnicker. Also die tun ja eh alles abnicken, was ihnen vorgelegt wird, ob das jetzt EU-Gesetze oder Lissabon-Vertrag oder ist ja egal, was ihnen vorgelegt wird. Die sagen ja eh immer Ja zu allem. Und genauso wie die Verlängerung damals von Afghanistan-Einsatz haben sie auch Ja gesagt. Und jetzt werden sie auch dazu Ja sagen. Es gibt einen großen Unterschied. Da, wo der Bundestag dann zustimmt, das ist ein tauglicher Angriffsgegenstand für Verfassungsklagen zum Beispiel. Ja, gut, dann habt ihr ja jetzt demnächst einen neuen Fall, wenn ihr gegen den Syrien-Einsatz klagen könnt. Wir sind eigentlich so schon ganz gut beschäftigt. Das glaube ich. Ja, aber das wurde scheinbar jetzt entschieden. Ja, ich meine, dass die Bundesregierung laufend das Grundgesetz verletzt durch die Waffenlieferungen in Krisengebiete, das ist ja eh schon seit Jahren bekannt. Ja, ich meine, ich kann doch nicht... Ich meine, auch die deutschen Waffen landen ja bei der ISIS, weil die deutsche Regierung sie an Syrien, an Saudi-Arabien und an Katar und ich weiß nicht wen liefert, all diese Sponsoren der ISIS und die werden natürlich schön weitergereicht und die deutsche Regierung lässt sich abspeisen durch Absichts, also durch Erklärungen, wo sie sagen, ja, wir geben sie nicht weiter. Ich denke,
Genauso wie sie ja die Kurden mit Waffen beliefern und kriegen dann ein Stück Papier, wo drauf steht, ja, wir werden sie aber nicht weitergeben. Dabei hat die ISIS damit geprahlt, dass sie ihre ganzen Waffen und Munition von der sogenannten gemäßigten Terroristen abkauft und auch von den Kurden, abkauft, denn mit Geld kann man alles kaufen. Ja. Das erstaunt mich jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Kurden die Waffen verkaufen, obwohl ISIS für sie selber doch zur Bedrohung werden kann. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja diese ganze Perversität, die da abläuft. Ich meine, wenn irgendein Kommandant von irgendeiner Truppe $1 Million im Koffer, in Cash präsentiert und dann sagt, ja gut, ich gebe euch die Waffen, ich kriege ja eh wieder Nachschub, oder? Und so weiter. Ich meine, das ist ja, sind all diese egoistischen Vorgehensweise, genauso wie ja die Erdogan-Familie, die ISIS finanziert und mit ihnen Geschäfte macht und ihr Öl abkauft und so weiter. Natürlich im Wissen, dass die Türkei genauso ein Terrorziel von der ISIS sein wird. Die glauben doch nicht, dass sie verschont werden. Die ISIS wird genauso in der Türkei reingehen und dort alles umkrempeln. Interessanterweise, die Taz hat geschrieben, am 19.08.2015, da war ISIS auf die Türkei gar nicht gut zu sprechen, weil die Türkei für Luftangriffe gegen ISIS auch Militärbasen zur Verfügung stellen wollte. Und da hat ISIS zum Aufstand gegen den, so, in Anführungsstrichen, Teufel Erdogan aufgerufen. Ja. Aber es gibt neuere Nachrichten, wo sie sich freundlicher äußern. Aber was ist passiert? Die Amerikaner benutzen wohl die Luftwaffenbasis in der Türkei, nur sie greifen die ISIS nicht an. Sie machen ja gar nichts gegen die ISIS. Ja? Das war ja nur ein Schachzug, meiner Meinung nach ein geostrategischer Schachzug, um dort stationiert zu sein gegenüber Russland. Ja? Das war das. Die haben wieder eine Lüge erzählt, warum sie dorthin müssen, wegen ISIS. Dabei hat das ganz andere Gründe. Ja, nicht? Deswegen hat ISIS sich dann inzwischen auch wieder freundlicher, nicht mehr so gegenüber der Türkei geäußert, wo sie gemerkt haben, da passiert ihnen. Es ist nicht interessant, dass ein Bombenanschlag, den angeblich die ISIS in der Südtürkei verübt hat, und also als Konsequenz bombardiert dann die türkische Armee die Kurden. Ich meine, das ist genauso lächerlich wie 16 saudische Terroristen greifen bei 9/11 an und als Konsequenz bombardiert man Afghanistan. Ja. Ich meine, wo ist denn da die Logik? Ja. Stimmung aufgreifen, das ist, glaube ich, die Logik. Ja, aber zuerst macht man die Stimmung, um sie dann auszunutzen. Ja. Und so, ich meine, das ist alles so ein Schauspiel, da wird dauernd etwas uns vorgemacht. Und das Schlimme ist, dass die Medien alles schlucken und weiterverbreiten und überhaupt nichts Kritisches hinterfragen, überhaupt nichts aufdecken, sondern sie tun nur als Propagandaorgane der ganzen Regierungen arbeiten. Das ist ihr Job scheinbar. Sie tun nicht ihren Job, indem sie herausfinden, die wirklichen Motive und was wirklich im Hintergrund abgeht und wer wirklich die Fäden zieht, was wirklich die Motive sind. Das interessiert sie alles gar nicht, sondern sie tun nur noch Regierungsverkündungen weitergeben. Ja? Naja, es ist schon mal gut, wenn man auch Medien aus verschiedenen Ländern liest, dann hat man ein etwas breiteres Bild. Ja, Gott sei Dank gibt es das Internet und das hat ja dieses Monopol, oder? Diese Einheitsbrei, diesen Einheitsmedien hat's ja, können wir umgehen und uns separat informieren, was wirklich abgeht. Ja? Aber trotzdem haben die Medien immer noch eine ziemliche Macht, obwohl sie ja schon am Bröckeln ist. Und der normale deutsche Bürger, Österreicher, Schweizer und so weiter, der halt nur die halbe Stunde die Tagesschau anguckt, der ist ja völlig gehirngewaschen. Der hat ja null Ahnung, was wirklich abgeht. Wenn null ich mir Ahnung. Zum Beispiel anschaue, allein der Ausnahmezustand in Frankreich, viele Medien
berichten nur darüber, dass Leute eben ohne richterlichen Beschluss unter Hausarrest kommen können und dass es Wohnungsdurchsuchung geben kann, aber dass sie auch verhaftet werden können ohne richterlichen Ja. Beschluss, wenn man denkt, von denen geht eine Gefahr aus. Das berichten viele nicht. Und noch weniger berichten, dass man jetzt noch weitergehen will und eben Leute schon inhaftieren können will, was jetzt eben noch nicht beim Ausnahmezustand heutzutage der Fall ist, wenn sie Leute nur durch deren Handlungen dann die öffentliche Ordnung stören können. Also öffentliche Ordnung muss ja überhaupt nicht heißen, dass da irgendjemandem Gefahr für Leib und Leben oder für Sachen droht. Ja, aber ich möchte daran erinnern, dass ich 2010, wie ich in Sitges, südlich von Barcelona, über das Bilderberg-Treffen berichtet habe, wurde ich mit Verhaftung bedroht, weil ich Fotos geschossen habe. Das heißt, das kann sich gegen die Presse richten, Ja, was Sie jetzt machen, Frau ich wurde Kollegin. dort von Geheimdienstleuten, die in Zivil kamen und ihre bronzene Gestapo-Marke rausgeholt haben, wurde ich in der Bar von einem Campingplatz, ich war auf Privatgrundstück, wurde ich bedroht und man hat gesagt, ich muss die Fotos löschen, die ich von den einfahrenden Limousinen gemacht habe, all die Bonzen, die mit den schwarzen Limousinen ins Hotel reingefahren sind, habe ich ja fotografiert. Von diesem Campingplatz, der gleich neben dem Hotel war. Und dann kamen zwei Riesentypen, die waren 2 Meter groß, die kamen auf mich zu und gesagt, ich muss alle Fotos löschen. Und da, wo ich mich geweigert habe, haben die mir gesagt, dann werden wir sie verhaften. Und dann hab ich gesagt, ja, wieso? Mit was für einem Gesetz? Dann haben die zu mir gesagt, wegen dem Antiterrorgesetz kann ich sie ohne Begründung 72 Stunden lang ins Gefängnis stecken. Das haben sie mir gesagt, in Spanien das Antiterrorgesetz, 72 Stunden ohne Begründung. Und übrigens in der Schweiz war es genauso. In der Schweiz wurde ich auch bedroht wegen Fotos schießen auf öffentlichen Grund. Und dann hat man mir das Wegweisungsgesetz zitiert, das im Kanton Graubünden gilt, wo man ohne Begründung die Leute aus dem Kanton schmeißen kann mit einem Wegweisungsbefehl. Da wird man nicht verhaftet, da wird man nur weggewiesen. Aber in Spanien wollten sie mich 72 Stunden lang verhaften, wegen Fotos. Da sieht man, wozu es auch in Frankreich kommen kann und jetzt Ja. möglicherweise noch schlimmer, wenn die Und Spanien ist ein dann. EU-Land, wo man angeblich ja so wunderschön die Freiheit genießen kann. Das ist doch alles gelogen. Die EU ist eine Diktatur, die getarnt ist als Demokratie. Und wenn man wirklich mal ein bisschen daneben liegt und ein bisschen kritisiert und ein bisschen nicht was das macht, was ihnen passt, dann lernt man aber die Staatsmacht kennen. Die lernt man dann kennen. Und die haben wir ja auch jetzt in Tirol erlebt. Ja, in Telfs im Sommer beim Bilderberg-Treffen. Ich meine, das war ja mehr als Overkill, was da abgelaufen ist mit tausenden Polizisten. Ja. Spanien ist besonders krass, aber Spanien hat auch, glaube ich, einen Grund, dass man das so, das Versammlungsrecht hat man noch extra noch eingeschränkt und ganz viele Bußgeldtatbestände neu eingeführt. Ja. Was geht, da macht man es vor allem mit hohen abschreckenden Bußgeldern, den Leuten, die es versammeln, verleiden, weil es da ja viele Menschen gibt, die auf die Straße gegangen sind, Bewegung der Indignados. Und weil in Spanien, glaube ich, mehr als in allen anderen Staaten der Eurozone durch die Sparmaßnahmen Menschen unter und mangelernährt sind, ich denke, noch, dass das noch ein größeres Problem ist in Spanien als in Griechenland. Es gibt auch einfach mehr Spanier. Und die haben das Arbeitslosengeld 2 gestrichen in Spanien 2010. Wisst ihr überhaupt, dass in Bayern auch ein Versammlungsverbot gilt, schon seit langer Zeit? Nein. Wenn sich mehr als 2 Leute zusammentun, ist das eine illegale Versammlung, die genehmigungspflichtig ist. Und wenn man die Genehmigung nicht hat, dann wird man von der Polizei auseinandergetrieben. Das ist Gesetz in Bayern. Das ist Gesetz in Bayern. Mehr als 2 Leute versammeln ist eine illegale Versammlung. Es ist nur so,
dass in Frankreich beim Ausnahmezustand es gar keine Demonstrationen gibt, auch mit Anmeldung nicht. Die dürfen höchstens noch Kundgebung machen an einem Ort, aber sich nicht mal so durch die Gegend bewegen, das ist dann, wird schon scheinbar als zu riskant eingeschätzt. Ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren haben ja mein Stammtisch, der ASR-Stammtisch in München, haben ja dort eine Protestaktion gegen dieses Versammlungsverbot in Bayern gemacht, indem sie immer 2 Mann eine Demo angemeldet haben und immer eine Hausnummer weitergegangen sind. Und dann haben sie wieder eine Demo gemacht mit 2 Mann und dann sind sie wieder eine Hausnummer weitergegangen und haben wieder eine Demo gemacht. Und jede Demonstration von diesen 2 Leuten, also einer, der geredet hat und der andere hat zugehört, oder? Haben sie eine Bierkiste aufgestellt und das war dann das Rednerpult. Und dann haben sie wollten damit die Absurdität dieses Versammlungsgesetzes zeigen oder dass man Demonstrationen anmelden muss. Und dann war bei jeder Demonstration war dann Polizei anwesend. Und dann haben sie so 20 Demonstrationen die ganze Straße runter gemacht, immer 10 Minuten lang, ja, um zu zeigen, wie absurd diese Geschichte in Bayern geworden ist. Weil Bayern ist ja in Deutschland der absolute Polizeistaat, ja. Das habe ich noch nicht so verglichen, das Versammlungsrecht. Also, wo wir herkommen, Nordrhein-Westfalen, scheint es mir nicht so krass zu sein. Ja, das ist ja logisch, weil natürlich die Medien nicht über diese Sachen berichten und deswegen die Menschen überhaupt nicht wissen, was in ihrem eigenen Land vorgeht. Ja? Die wissen ja gar nicht, was vorgeht, weil sie völlig im Dunkeln gehalten werden. Und so schleicht sich das, dieser faschistische Polizeistaat schleicht sich immer schön salamitaktikmäßig immer mehr in die Gesellschaft rein. Immer schön begründet, die Leute schlucken das. Das ist diese Froschgeschichte, oder mit dem Wasser, oder? Nicht? Ich Das fühle mich ist. da nicht so ganz fit zu sagen, ab welchem Ausmaß am Polizeistaat man es wirklich gerechtfertigterweise faschistisch nennen könnte. Ich weiß nicht, ab welchem Ausmaß das der Fall ist. Die Definition von Faschismus ist die totale Kontrolle und Entmündigung der Bürger und dass man ihnen alles vorschreibt. Das ist Faschismus unter anderem. Und dazu kommt noch die Verschmelzung der Staatsmacht mit der Konzernmacht. Das ist Faschismus. Faschismus ist nicht Springerstiefel und Glatzen. Das ist nicht Faschismus. Faschismus ist die Verschmelzung der Staatsmacht mit der Konzernmacht. Konzernmacht heißt Waffenindustrie, Pharmaindustrie, Sicherheitsindustrie, alle diese Riesenkonzerne, die Gesetze schreiben, Banken, die gerettet werden mit Steuergeldern. Das ist die Verschmelzung der Staatsmacht und der Konzernmacht. Plus das permanente Vorschreiben, du bist zu blöd zu denken, wir müssen für dich denken, wir müssen dich beschützen, du musst deine Freiheiten aufgeben, damit du beschützt bist und so weiter. Dabei ist ja die größte Gefahr ist ja nicht, ist ja der Staat selber. Von dem muss man beschützt werden. Ja. Ja, was mir da Mut macht, ist, dass viele islamische Geistliche jeglicher Couleur, auch in Deutschland, selbst islamische Geistliche, die als radikaler gelten, sich aufs Schärfste eben ausgesprochen haben gegen jegliche Gewalt, gegen Zivilisten, die irgendjemand im Namen des Islam machen, das aufs Schärfste eben verurteilt haben. Ich hoffe, dass das hilft, Leute wach zu machen und dass sie wach genug sind, die Schaffung eines Polizeistaates nicht zuzulassen, auch nicht in Ja, Frankreich. aber ich hab schon oft die muslimischen Geistlichen kritisiert, weil sie das, was in Saudi-Arabien passiert, alles zulassen durch die wahhabitische Sekte, ja, was wir uns vorher unterhalten haben, diese Radikalisierung, die Unterstützung der Terroristen und so weiter. Und ich habe sie gefragt, wieso toleriert ihr das alles? Und dann haben die mir gesagt, weil die Saudis die ganzen muslimischen Gemeinden finanzieren.
Das ist wegen Geld. Die kriegen massenhaft Geld von Saudi-Arabien und dann halten die die Schnauze. Ja, das haben die selber zugegeben. Außerdem, wenn wir groß gegen Saudi-Arabien kritisieren, dann dürfen wir nicht mehr zum Hadsch nach Mekka. Dann lassen die uns nicht mehr rein. Das haben sie mir erzählt. Und deswegen tun sie nur so symbolisch ein bisschen was sagen. Aber richtig. Eine richtige Opposition und Kritik gegenüber dem saudischen Regime tun sie nicht. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Ende der Sendung kommen, weil wir ungefähr so auf die 2 Stunden zugehen. Ja, Bitte. hier, wo ich bin, ist es ja schon 20 nach 11. Okay, ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, an der Sendung teilzunehmen. Und ja, und dass du auch eingesprungen bist für Kevin Annett, wo es leider eben jetzt technisch wegen Skype nicht funktioniert hat, Mache ich ja gerne, ist ja kein ihn ins Problem. Gespräch reinzuholen. Da müssen wir nochmal schauen, was es mit dem Skype-Programm, was es damit auf sich hat. Nee, mache ich Herzlichen gerne. Dank. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich, dass die Zuhörer, hoffe, das war von Interesse und dass es was bringt. Und wenn man mir Fragen stellen will, kann man mich gern über die Mailadresse asrblog@yandex.ru erreichen. Okay, ja, herzlichen Dank. Und ja, nun möchten wir uns verabschieden noch mit etwas Musik.